Ihr trefft euch dann irgendwann am vierten Tage des Turniers, wirst du auf das Lanzenreiten treffen. Später am Tag ist noch einmal die Buhurd, wo 7 gegen 7 streiten. Und wir kämpfen selbstverständlich mit Perwaldschen Methoden. Spitze, Lanzen. Ausgelost würde dir dabei eine von den Meersingern. Und dementsprechend könnt ihr euch dann vorbereiten. Selbstverständlich handelt es sich dabei um Myria. Eigentlich war geplant, dass der grüne Ritter reitet. Der ist allerdings schwer verletzt und kann dementsprechend hier nicht antreten, weshalb er seine Kombattantin Myria in den Ring schickt. Drei Fragen fürs Protokoll. Erstere ist, Perwalsche Regeln sehen natürlich immer auch keine Spitzenlanzen vor. Es wird Die wohl bedeutet. die Jürgermak-Variante sein. Nein. Das sind, meines Wissens sind das offiziell die Perwalschen Regeln. Also so wurde es in sämtlichen Publikationen gelesen, die ich bisher kannte. Und auch in dem Roman Isenborn heißt es Perwalsche Waffen, Perwalsche Regeln, spitze Lanzen. Echt? Ja. Wow. Okay, dann stehe ich jetzt hier gerade doof da. Zweite Genau, Frage, sind wir auf genau darum Sendung? geht's Nee, doch bei oder? Perwal. Dass du scharfe Waffen benutzt. Genau darum geht's. Ja, okay, ist okay. Ich hatte meinen Dings ja schon mal dargelegt, auch wenn das wirklich so ist, Junge, Junge. Ja, es wird halt im Roman wird das so beschrieben. Da haben wir Es, einen ja, es ist, Roman. ich glaub's dir, ich glaub's dir. Ich will es Das nicht ist ja ein abstreiten, es war Roman mir über nur eine bis jetzt. toboische Ritterin und auch die wird da mit scharfen Waffen kämpfen. Es war mir nur bis jetzt nicht bewusst, dass das die Lanzen beinhaltet. Gut, dann reite ich erstmal in aller Frühe natürlich auf dem Turnierplatz ein. Es wird vermutlich nochmal eine Zeremonie geben, bevor es dann losgeht. Und suche mir dann nach dem Losverfahren erst einmal Myria auf. Die irgendwo zwischen. Ja, wo ist die denn? Ja, die steht dann da auch, hat da ihre Pferde, verschiedene Pferde angeleint. Auch die anderen Ritter, Ritterinnen werden da dann ebenso im Laufe des Tages kämpfen. Reto von Nierenfeld ist wieder dabei und Greif Golder von Mersing. Selbstverständlich kannst du auch noch irgendwo in Entfernung Varena wieder erkennen. Lutisana ist natürlich dabei. Der ganze Hofstaat, der irgendwie hier im Laufe des Tages reiten wird. Jelnern ist dabei, Morkan, Rondra dann von Streitsig, der Graf von Sokramor. Die dann ja auf verschiedenen Turnierbahnen gegeneinander reiten und später wird das wieder umgebaut zu der Buhurd. Klappere dann in meiner mittlerweile schon voll angelegten Plattenrüstung vor sie. Ich gehe den beiden anderen einmal zu. Mersing! Dunkelstein. Solltet besser aufgeben und nach Hause reiten. Ich will euch nicht vom Pferd stechen müssen. Den weiten Weg aus Pereinefurten nicht umsonst gemacht. Natürlich. Meine letzte Warnung. Immerhin Auch eine streite gebe ich euch ich für nicht. das Gute. Bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Wir streiten alle für das, woran wir glauben. Ich könnte jetzt noch einige Worte meines ehemaligen Schwertmeisters einbringen, aber das lasse ich, glaube ich. Ich habe von ihm vieles gelernt und ihn anders kennengelernt als euch jetzt. Einige sehr momentan. Nun, hoffentlich hat er euch wirklich so gut gelehrt, wie ihr sagt. Wir werden es ja gleich auf dem Platz sehen. Scharfe Waffen. Das könnte für einen von uns beiden durchaus den Tod bedeuten. Könnte es. Einen weiteren Paktierer, den ich in die Niederhölle schicke. Damit dreht sie Ich drehe sich mich auf dem weg. Absatz um und gehe weg. Ja, du kannst auch merken, wie gerade als ich umdrehst, sie schluckt wohl auch ein ziemlich schwer, scheint ihr das nicht ganz leicht zu fallen. Dass sie dich da jetzt so sieht in Verkleidung und sie ist ja selber nicht ganz sicher, was das jetzt soll, dass du dunkelsterne Wappen trägst, für das Hause Pavi streitest, das scheint sie doch zu verwirren. Jetzt hat sie von ihrem Druiden noch ein paar Informationen bekommen. Sie ist echt verunsichert und hat jetzt auch eher keine Lust da, dich umzubringen, aber sie wird es tun. Spiele beim Zurückgehen an einer meiner Teriak-Bullen rum, trete nach einem Gräuel, der hier rumwuselt, und mache dann mein Pferd fertig. Gut. Dann schauen wir uns mal die Regeln zum Gestech an, so wie man sie in der Zuflucht findet.
So, alle hier, alle hier genannten Kandidaten verfügen über das Talent Lanzenreiten, was Voraussetzung für diesen Wettkampf ist. Und die Sonderfertigkeit Linkhand, Schildkampf 1 und Reiterkampf. Einige haben sogar vielleicht noch die Kriegsreiterei. So. Zunächst müssen beide Beteiligten Reitenproben ablegen, um die maximale Ansage für die folgende Lanzenreiterprobe zu ermitteln. Die Ansage darf nicht höher liegen als die erzielten TRP-Stern und auch nicht höher als der Talentwert des Reiters in Lanzenreiten. Dann preschen beide Reiter entlang der Mittelbanden aufeinander zu. An dieser Stelle ein kleiner Einwurf. Ja. Tatsächlich, wenn du die Kriegsreiterei benutzt, den Reiterkampf benutzt, darfst du immer eine Ansage machen. Also du bist nicht durch die TAV-Sterne beschränkt. Gut. Dann fangen wir doch damit einfach mal an. Eine Reitenprobe, um die maximale Ansage für die folgende Lanzenprobe zu ermitteln. Gut, die ist, wir sind nicht im Kriegsfall, entsprechend nicht erschwert. Gilt die Erleichterung durch die Schulung des Pferdes. Bestimmt, dafür ist es da. Dann haben wir dann die 3. So, ich würfel mit Myria auf die 14, 14, 14. Ah, ist sie aber ordentlich stark geworden, das letzte Mal. Ich habe ja immer gesagt, sie soll ein paar Wurstbuttern essen. Ich habe die Erleichterung jetzt nicht eingetragen, weil, naja, wir sehen es ja. Ja, dann kann es mal. Na gut. Die Initiative ist uns egal, denn wir prallen sowieso gleichzeitig aufeinander. Richtig. Dann mach weiter. So, für Myria nehme ich einfach mal einen Reitenwert von 12 an. Das heißt, sie muss 4 Punkte ausgleichen. Das heißt, ihr bleiben 8 Sternchen. Dann folgt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, der Lanzenreiten, die Lanzenreitenprobe. Der Lanzenangriff, ganz genau. Der ist erschwert erst einmal um 7 Punkte. Davon kommen 4 aus. 5 daraus, dass sie auf einen Reiter im Gestecht zielt. Und 2 daraus, dass ich nun mal ein menschengroßes Ziel bin. Entschuldigung. 5 kommen aus der Zielgröße, wie gesagt, Reiter im Gestecht. Und 2 daraus, dass ich ein sich bewegendes Ziel bin, das sich auf sich zubewegt. Mhm. Damit kommen wir bei der 7. Hat sie die Sonderfertigkeit Turnierreiterei? Nein, hat sie scheinbar nicht. Wohl nicht, nee. Entsprechend macht sie jetzt ihre Lanzenreitenprobe. Sie darf sich Ansagen geben für Finte oder Wuchtschlag, was für diesen Zweck hier beides das gleiche macht. Gut, ich muss gerade gucken. Gelingt die Probe, wird sofort der Schaden ermittelt. Hier stehen 3W6 plus 4. Das ist falsch. Das ist wir falsch. Wir reiten natürlich mit Echtlanzen. Genau, also keine TPA, sondern TP. Die werden wir gleich zukommen. Wir reiten mit Echtlanzen und rechnen entsprechend 3W6 plus 10. Ah, 3W6 plus 10, okay. Das wird gleich ziemlich schmerzhaft. Gut, das heißt, ich mache jetzt erst einmal meine Lanzenreitenprobe, richtig? Richtig. So, dann bewegen wir uns mal aufeinander zu. Wert um 7 Punkte. Mach du mal. Einen Moment, ich mache meine Lanzenreitenprobe. Das ist ein Wert von 21, auf den ich jetzt gerade würfel. Dieser ist erschwert um 7 durch, wie bereits gesagt, Zielgröße und Bewegung. Dieser ist erleichtert für mich um 5 Punkte, da ich die Sonderfertigkeit Lanzenreiten beherrsche. Turnierreiterei beherrsche. Mhm. Und dieser ist noch einmal um 3 Punkte erleichtert, da mein Pferd die Sonderfertigkeit Lanzengang beherrscht. Sind wir also insgesamt bei einer Erleichterung. Entsprechend hätte ich gerne eine, sind wir mal so frei und sagen, 5er. Ich kann es mir erlauben. Ansage zu Erschwernis obendrauf. Insgesamt eine 4er Erschwernis und würfeln wir mal. Patzen wir uns vom Pferd. das ist kein Patzer. Ich rasche mit der Lanze natürlich aber gnadenlos an ihr vorbei. 17 plus 4 ist gerade gelungen, ne? Mhm. Sie hatte auf die 20 gewürfelt, aber mit der Erschwernis, du hattest gesagt 7, ne? 7 Punkte, ja. 7 Erschwernis, das Pferd ist allerdings auch natürlich geschult. Was wäre das für eine Erleichterung? Das ist überhaupt keine Erleichterung, da die Schulung des Pferdes nur auf Reitenproben geht. Gut, Turnierreiterei war sie nicht. Gab es sonst noch irgendwas? Was für eine Ausbildung stand an der Schlachthaus denn? Ein gutes, also. Also welche Schule ist es? Leicht, mittel, schwer. Mittel.
dann haben wir sonst nichts. Warte, ich schaue kurz in die Zobot, aber nehmen wir nichts an. Nee, was bräuchte sie, zu schaffen? Was bräuchte sie, um es zu schaffen? Naja, sie würfelt auf die 20. Mit Erschwernis von 7 müsste sie auf die 13 schmeißen. Okay, das heißt, sie schafft es auf jeden Fall nicht. Ja. So, dann du hast auch es nicht geschafft, aber kein Patzer. Dann reitet ihr erst einmal aneinander vorbei. Und dürft natürlich wieder drehen. Das dauert normalerweise 2 Aktionen, aber da wir hier nicht nur im Echtkampf sind, ist das egal. Gut, das heißt, jeder kann auf die andere Turnierbahn wechseln. Was natürlich erst einmal von lautem, naja, nicht unbedingt rufen, also rufen schon, es ist kein Gejohle, es ist kein Auslachen, es ist einfach nur bösartiger Wille vom Publikum, der euch da jetzt gerade ja, Schlechtes an den Hals wünscht. Jeweils euch beiden. Ich blinzel nochmal durch meinen Helmvisier hoch in die Ringe, schau nochmal, wer so alles da ist, vermutlich die versammelte Mannschaft. Ja. Natürlich. Sämtliche Ritter aus Tobrien. Suche irgendwie zwischen all den Leuten den Blick von Dexter Nim, wenn er noch hier rumsitzt. Den wirst du finden. Schau dich an mit einer Miene, die ja versteinert ist. Wie Dexter Nimrod jetzt eben sein politisches Kalkül hier benutzt. Er schaut dich einfach an. Die Aufmerksamkeit von ihm hast du. Lässt sich aber nichts anmerken. Ich reise dann irgendwann den Blick von ihm los, versuche ein Kopfschütteln zu unterdrücken und konzentriere mich auf meinen nächsten Anritt. Reitenprobe. Reiten. Dann habe ich diesmal einen Punkt mehr und ich bin nicht bei der 8, sondern ich bin bei 9 Sternchen reiten. Gut, dann haben wir die beiden geschafft und können unseren Lanzenangriff machen. Gut. Ich hätte gerne, wir haben mittlerweile festgestellt, dass ich insgesamt eine minus 1 habe. Ich hätte gerne also noch einmal eine 5er Ansage, weil, warum nicht? Los geht es. Das ist, gerade so gelungen. Gerade so gelungen. Also im letzten Moment kriege ich die Lanze noch hoch, um mein Ziel zu treffen. Und schaffe es. Gelingen beide und krachen aufeinander. Dann kommen wir jetzt erstmal zur Abwehr. Gelingt die Probe, wird sofort der Schaden ermittelt. Das machen wir als erstes, denn der Gegner kann versuchen, den Angriff mit dem Schild abgleiten zu lassen. Hierzu ist wieder eine Reitenprobe plus 1, bei Kenntnis der Sonderfertigkeit Schildkampf 2 ohne den Zuschlag plus 1 möglich. Und die ermittelten TAP-Stern verringern die Wucht des Lanzenstoßes und werden dann von den TP abgezogen. Du hast gesagt 3W6 plus 10. Ja, also die Berechnung, die ich im Wege des Schwerts stehen habe, ist, erst einmal ist sie erschwert um 5 Punkte und kriegst du 2 Punkte Erleichterung für Reiterkampf und insgesamt 5 Punkte für Schildkampf 2. Dann werden wir die Wege des Schwerts Regeln nehmen, kannst du gleich nochmal vorlesen. Ich gehe nämlich gleich davon aus, dass die Zufluchtregeln noch nicht ganz das sind, was wir brauchen. So, erstmal der Schaden. Erstmal der Schaden, gucken wir uns den an. Ich habe eine Frage. Benimmt sie sich halbwegs sportlich und zielt auf den Schild oder versucht sie mich wirklich zu erwischen? Sie zielt auf den Schild, ja. Dann kommen wir nämlich auf TPA raus. Ich mache selbiges und komme bei 19 an. Sind das da nur TPA laut WDS? Ja, siehst du auf der rechten Seite. Trefferpunkt eines Lanzenangriffs entnehmen sie der oben stehenden Tabelle. Attacken auf den Schild im Turnier, die Regeln in Klammern, verursachen nur TPA. Das Turnierlanzen-TPA machen kannst du noch einmal oben der Schadenstabelle entnehmen. Dann schaue ich gerade nochmal in die Zuflucht rein. Jetzt kannst du eine Reitenprobe ablegen, die nicht erschwert ist, weil du Schildkampf 2 hast. In der Tat ist sie für mich sogar um 2 Punkte erleichtert. 2 Punkte erleichtert? Das ich rechne es gerne noch einmal vor. Wir haben also die Probe, die Reitenprobe, die prinzipiell um 5 Punkte erschwert ist. Sie ist dann um 2 Punkte erleichtert für Leute, die Sonderfertigkeit Reiterkampf haben, also ja. Auch Myria. Dann ist sie nochmal um für Myria 3 Punkte erleichtert, weil sie Schildkampf 1 hat. Und für mich um 5 Punkte, weil ich Schildkampf 2 habe. Entsprechend ist sie für sie, geht sie auf die 0 und für mich auf die minus 2. Gut. Die Reitenprobe.
Denkt daran, dass die BE damit reinkommt. Wenn sie in die Stechrüstung steckt, könnten da 2 bis 4 Punkte Erschwernis anfallen. Ja. Sollte sie aber schaffen, wenn sie auf die 14 hat, reiten. Das sollte gelingen auf alle Fälle. Und sie sind hier die TP-Stern wichtig. So, und dann wird die. Moment, wird die Reitenprobe erschwert? Nein, das wird die Schildkarre. Diese ist von ihr noch einmal um 5 Punkte erschwert, weil ich die Ansage reingegeben habe. Ja. Und insgesamt hat sie eine Erschwernis von 5. Für die Reitenprobe. Für die Reitenprobe. Und diese THP-Sterne werden jetzt direkt vom Schaden abgenommen. Es gibt keine Schildparade. Ach so, das heißt jetzt ihre Sternchen, die sie jetzt noch übrig behält, die werden vom Schaden abgezogen. Gut. Richtig. So, was hatte ich gesagt? Ich muss erstmal einen abziehen, um auf die 14 zu kommen. Mhm. Dann musst du 5 abziehen, um meine Erschwernis auszugleichen. 12 minus 1 minus 5. Und den Rest darfst du behalten. Gut, das sind dann 11, sind... Du musst noch... Was für eine Rüstung trägt sie? Sie hat eine Geschlechtrüstung. Das ist... was ist das? Rüstungsschutz 12? 8, eigentlich. Das ist eh erstmal egal. Worum es mir geht ist, hat sie die Rüstungsgewinnung 3 noch nicht, nehme ich an. Also wir gehen ja mal von der 2. Kann sie nicht haben, sie hat eine Körperkraft 14 gehabt beim Reitenprobe. Hat sie auch nicht. Gut, dann hat sie nämlich eine... Trägt sie Unterzeug? Ja, wird sie bestimmt haben. Rüstungsgenerierendes Unterzeug. Wird sie bestimmt haben. Dann hat sie eine 9er Behinderung. Der Quark, die plus die 0,9. Nur 8. Ja, so 8,5. Wie ist hat das sie eine 9er Behinderung? Behinderung minus 4, ne? Reitens BE minus 2. Das wären also, wenn sie komplett Watte trägt, 7 Punkte Erschwernis. Wenn sie sich die wattierte Kappe gespart hat und den einen Punkt am Rüst am Kopf ignoriert, wären es immer noch 6 Punkte Erschwernis. Dann kann die Stechrüstung 6 Punkte? Ja, ja, Stechrüstung weist eine Behinderung von 7,2 auf. Genau, dann hat sie 6 Punkte übrig mit der mit den 6 Punkten Erschwernis von dir, dann hat sie noch ein Sternchen über und kann dann einen THP abziehen. Mhm. Dann wird sie von... Ich muss ihr eine Trefferzone geben, schätze ich. Wird wahrscheinlich der Körper erstmal sein. Schildarm. Das ist der Torso vermutlich knapp am Schild vorbei. Da gleitet nicht sonderlich viel ab. Und da hat sie dann, wenn sie in Gestechrüstung steckt... Einen Moment bitte. Ich finde das Ding gerade nicht. Hier. Einen 8 plus Watte 9er Rüstschutz. So, dann bekommt sie jetzt erstmal, wir ziehen einmal, du hattest eine 19 gewürfelt, wir ziehen einen ab von ihrer Reitenprobe, das heißt, sie bekommt noch 18. Und von den 18 ziehen wir jetzt den Rüstungsschutz ab. Bleiben 10. Dann muss sie jetzt eine um 10 Punkte erschwerte Reitenprobe machen, um nicht vom Pferd zu stürzen. Genau, das mache ich jetzt auch nochmal. 1, 2, 3... Das würde geschafft sein. Sie braucht einen Punkt, um auf die 14 zu kommen, hat dann noch 11 Punkte zum Ausgeben und damit bleibt sie auf dem Pferd sitzen. Dann nehme ich jetzt erst einmal Schaden. Ja, ich muss gerade mal aufschreiben. Sie hat minus 10 SP. Dann darfst du würfeln. Nee, sie hat 10 TPA bekommen. TPA, das ist wichtig. Genau. TPA, weil auf den Schild gezielt. Das sind 5 SP. Genau. Gut, du hast mir 18 gegeben. Ich lasse davon 8 abgleiten, das heißt, es kommen noch 8 bei mir an. Schauen wir uns die Trefferzone an, das ist ebenfalls wieder der Torso. Da kann ich den Schaden glücklicherweise durch meinen 13er Rüstschutz vermeiden, aber ich muss die Reitenprobe. Tut mir leid, die um 8 erschwerte Reitenprobe trotzdem würfeln. Die um 10 erschwerte Reitenprobe, haha. Wirklich 10? Nein. Doch, es sind 10. Also ich könnte jetzt vom Pferd fallen, wenn ich nicht gut wäre. Ja, da hast du beim Charisma so Glück gehabt. Extrem. Gut, das heißt, du kannst den Schaden komplett vermeiden? Ich kann den Schaden komplett vermeiden. Und wir müssen jetzt beide noch... Warte, lass mich ganz kurz in WDS schauen. Misslingt sie, kann der Reiter nicht auf dem Pferd halten und stürzt zu Boden. Ein Sturz. Technisch gesehen dürfen wir das weiter halbieren, sehe ich gerade. Das ist sehr schwer.
Da niemand von uns mehr als 20 TP erwürfelt hat, müssen unsere Lanzen keinen Bruchtest ablegen und wir machen weiter. Gut. So, die Reitenprobe ist nicht misslungen, das heißt, wir stürzen nicht vom Pferd und fallen beide oder keiner, dann wird die Prozedur so lange wiederholt, bis ein Sieger ermittelt werden kann. Das heißt, wir reiten wieder rum. Bis jemand vom Gaul fällt, jemand tot ist oder jemand genug Lanzen zerbricht. Eins von den dreien. Lanzen zerbrechen wird wohl nicht passieren, da wir hier nicht mit den deutlich brüchigeren Turnierlanzen kämpfen. Okay. So, dann heißt, ich habe jetzt 10 TPA bekommen und 5 SP und du bist noch bei 0. Ich habe allerdings im Laufe des Tages schon Schaden genommen, habe also auch nur 30 LP zur Verfügung. So, dann kommt die nächste Reitenprobe. Oh, das ist ein Patzer. 2020 ist ein Patzer. Sie darf auf jeden Fall ihr Pferd nicht zum Lanzenangriff heranführen. Was beim Patzer passiert, musst du mir jetzt sagen. So, schauen wir mal nach. Zunächst müssen beide Beteiligten eine Reitenprobe ablegen. Das ist nicht geschafft. Dann kann sie zumindest keinen Lanzengang ansagen. Was passiert beim... Ja, dann fällt sie jetzt erstmal vom Pferd. Ich meine, du kannst ja sagen, dass sie nicht parieren darf. Oder vom Pferd fallen, das suchst du aus. Ich würde sagen... Und das ist natürlich... Sagen, sie fällt erstmal vom Pferd und bekommt jetzt erstmal die ganz normalen... 2W6 plus 4. 2W6 plus 4 TPA. Darf versuchen, die durch eine Körperbeherrschung erschwert, um... Nee, darf sie nicht. erschwert um Geschwindigkeit plus doppelte Behinderung. Also plus doppelte effektive Behinderung. Nee, also nicht beim, doppelte nicht Behinderung zu bedingen. Also generell ja, hast du natürlich recht, aber beim Patzer lasse ich ihr das nicht zu. Ich wollte nur noch mal herausstellen, dass sie diese Probe so oder so nicht schaffen würde. Das heißt, sie kriegt jetzt noch einmal peinliche 6 SP und 11 TPA. Das heißt, ihr fehlen 21 Ausdauerpunkte. Wir sind in Yolgomak. Ich frage einfach nochmal ins Regularium. Wenn jemand am Boden liegt, geht's weiter, oder? Klar. Du kannst dann jetzt auch niederreiten und aufspießen. Im Laufe des Tages hast du wohl auch gesehen, dass Varena von Mersing das auch schon getan hat. Hat dann mit dem Pferd, ist sie wohl kurz angehalten. Ich muss gerade mal schauen, Rondradan von Streitzig hat einfach mit seinem Pferd den Kopf von einem Gegner zertrampelt, der dann zu blutigem Mus zersplittert ist. Und Varena von Mersing ist abgestiegen, während er noch in der Gestechrüstung lag und hat dann lachend mit einem Hammerschlag denjenigen gerichtet. Ich probe kurz die Arroganz. Ist nicht gelungen, entsprechend. Kannst auch nochmal hinterher. Warum? Ich habe nicht vor aufzugeben. Ja, aber Selbstsucht kann man ja trotzdem. Okay, gucken wir sie erstmal an. Die ist sowieso nicht gelungen. Ich muss also nicht diskutieren. In diesem Fall werde ich dann langsamer. Ich bremse das Pferd nicht sofort, aber wenn ich sehe, dass sie da am Boden liegt, werde ich langsamer. Reite so auf Schritt heran, hake die Lanze erstmal wieder ein, schwinge mich vom Pferd und ziehe meine anderthalb Hände. Entledige mich noch des Schildes und warte erstmal, was sie tut. Auf die Beine, los! Ja, sie versucht sich nach oben zu rappeln, das wird sie höchstwahrscheinlich schaffen, auch wenn sie da erstmal so wie ein kleiner Käfer auf dem Boden liegt, rollt sich dann erstmal auf den Bauch und stemmt sich dann nach oben. Eine Unaufmerksamkeit. Mein Pferd hat irgendetwas am Boden. Sie deutet mal so ein bisschen auf eine blutigen, rostige Scherbe, die da am Boden liegt. Kannst auch sehen, wie da irgendwie der Huf des Pferdes verletzt wurde. Das sollte da nicht liegen. Da kann ich nichts für. Sicherlich. Wollen wir am Boden weiterkämpfen oder wollen wir wieder wie Ritter uns mit dem Lanzengang beschäftigen? Die Ritter, da hat sie mich. Ich schau mal, ohne sie aus den Augen zu lassen. Sie hat zwar noch keine Waffe in der Hand, aber naja. Schaue ich mal zum Pferd hinüber. Kann ich mit einer Reiten- oder Abrichtenprobe einschätzen, ob es noch in der Lage ist, weiterzumachen? Das Pferd von ihr? Also kannst du gerne mal würfeln, Tierkunde, Abrichten. Ich gebe dir einfach mal eine Abrichten. Ich denke, das ist da okay. Wäre gelungen. Ja. Spezialisierung, also Pferde und Esel, beides. Eigentlich heißt die Abrichtung Zureiter, aber ich habe sie Pferd-Esel genannt, damit klar ist, dass es hier um Pferd und Esel geht und nicht ums Zureiten von Dingen. Nein, ich würde da eher Pferde oder Esel nehmen, aber nicht beides. Also, ist egal. Zureiter gilt für alles, was man zureiten kann. Na gut. Ja, aber ich wollte es halt auf Pferd-Esel haben. Ja, also, das Pferd kann noch weitermachen. Wie gesagt, es hat ein paar Lebenspunkte mehr, irgendwie 60, wo so ein Pferd liegt, vielleicht 50 und das ist jetzt eine schmerzhafte Verletzung, gerade eben auch am Huf, aber regeltechnisch kann das weiterreiten.
Dann, ich habe meine Nachteile sind nicht getriggert. Soll ich einen Schritt zurück? Na dann, auf das Pferd mit euch. Danke. Schwingt sich wieder nach oben. Ich sortiere mein Schwert wieder an den Sattel ein und bewaffne mich und geht's auch aufs Pferd. Gut. Ja, wieder weiteres Geschimpfe von den Rängen, auch ein paar Gegenstände, die von da fliegen. Es handelt sich dann nicht um verdorrtes Obst oder sowas, sondern um ja irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände. Irgendwas, was man auf den Tribunen findet, was man irgendwie gut schmeißen kann, aber auch die werden dann vorher im Unsand der Arena verschwinden, eingesogen werden von irgendwelchen Mäulern oder so, sodass ihr weiter reiten könnt. Nächste Runde, eine Reitenprobe. Das wird noch ein Weilchen dauern hier, glaube ich. Oh, da fehlen ihr Punkte, und zwar ganz massiv. 14, da sind einmal 4 und einmal 3. Das sind 7 Punkte, die ihr fehlen. Denk an die Erschwernis aus der Rüstung. Das waren wie viel? Wenn sie Stechrüstung und Watte, hat sie insgesamt eine 9er Behinderung. Ich glaube, wir hatten 6 Punkte Behinderung angesagt und sie hat aber nur noch 5 zum Ausgeben. Das heißt, das wird sie nicht schaffen. Sie kann die Lanze nicht ansetzen. Du darfst. Gut. Ich ziehe immer noch auf den Schild. Ich möchte noch einmal die 5er Ansage haben. Mhm. Eine 4er Erschwernis. Komm, mach mal eine 6er Ansage. Bis zu meinem THP-Stern halt. Und sie gelingt einmal wieder sehr knapp. Ja. Dann darfst du Schaden machen. 3W6 plus 10. Und sie da versuchen mit einer Reitenprobe das zu verhindern. Erschwert um 6 Punkte. Und ihre übliche Behinderung von 3W6. 6 Punkten hatten wir jetzt gar nicht. Oh, sorry. Nimm einfach die ersten. Alles nochmal. Alles nochmal. Das passiert, wenn man am Quatschen ist. Das sind die 12 22. plus die 10, 22. Gut. Das ist eine Reitenprobe. Da hat sie alle Punkte übrig. Erschwert um 6, hattest du gesagt? 6 von mir und 6 von ihrer Rüstung. Dann ist sie bei 0. Das heißt, alle 22 kommen durch. Beziehungsweise 0. Und wenn sie 0 schafft, dann hat sie automatisch 1 übrig. Das heißt, es kommt nur 21 durch. Ja gut. Auf dem Schildarm sind 21 Ausdauerpunkte, damit fällt sie in Ohnmacht und bekommt noch einmal 11 SP. Das heißt, sie hat einmal 5, einmal 6 und einmal 11 bekommen. Dann ist sie jetzt bei 22 Schadenspunkten. Fällt ohnmächtig vom Pferd. Du hast gewonnen. Und kriegt nochmal Schadenspunkte. Achso, richtig. Schadenspunkte bekommt sie auch nochmal. 2W6 plus 4. Ich mach schon mal den Bruchfaktor von meiner Lanze. Sind 5, sind 9. Sind noch einmal 5 Schadenspunkte. Ich habe es ebenfalls geschafft, meine Lanze jetzt an ihr zu zerbrechen. Das heißt, irgendwie die Spitze hängt vermutlich noch an irgendeinem Gelenk an ihrer Rüstung rum. Gut, du kannst sehen, wie sie vom Pferd gestoßen wird, bleibt mit ihrer Schuppengestechrüstung an deiner Lanze hängen, verhakt sich da wohl, ihr Arm wird rumgewirbelt, ihre Schulter knackt einmal laut, dann fliegt sie in Zeitlupe, du kannst das eben erkennen, während du dein Helmvisier noch einmal in ihre Richtung, beziehungsweise du schleifst sie noch ein bisschen mit, aufgespießt, wird sie vom Pferd gehoben und während du weiterreitest, fällt sie dann ungefähr 5 Meter, 6 Meter entfernt von ihrem Pferd in den Boden. Ihr Pferd reitet weiter und bleibt dann irgendwo hier stehen, wo dann ein paar Knappen angelaufen kommen. Nichts von den Mersingern, sondern irgendwelche Hofknappen von Jolgurmak, die dann da aufpassen. Sie ist ohnmächtig und Reto von Nierenfeld zu Meilenstein kommt dann irgendwann angelaufen, nachdem er selber schon fertig ist und versucht ihr dann hochzuhelfen. Ich bringe auch vom Pferd und laufe erstmal zu ihr hin. Wenn ich sehe, dass sie sich irgendwann wieder bewegen kann, ein bisschen langsamer, komme dann vermutlich nach Reto an. Ich muss erstmal anhalten. Mhm, ausgezeichnet. Verschwindet von hier, Dunkelsteiner! Klappe zu! Knie mich dann hin. Sitzt sie schon oder liegt sie noch? Nee, sie ist ohnmächtig. Okay, mach ihr. Ich hab gesagt, verschwindet. Ihr seid fertig. Sie ist ohnmächtig. Ich seh's. Tretet beiseite. Nein. Du merkst, wie er mit seiner Hand, mit seinem Plattenpanzerhandschuh an seinen anderthalb Händer greift, verschwindet von ihr.
Ich schaue zu ihm hoch. Ich fege euch auch noch von diesem Platz, wenn es sein muss, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst. Ihr habt gesiegt. Was wollt ihr noch von ihr? Dauern, ob sie am Leben ist, sie um ist Himmels Willen. Mein Gott, ihr habt ihr die Luft aus den Lungen getrieben. Was erwartet ihr? Dass sie aufsteht, sich ihre Kleidung abputzt und jetzt geht? Ignoriere ihn und schiebe erstmal ihr Visier hoch. Atmung ist flach. Hat auch ein bisschen Blut auf den Lippen. Kannst wohl sehen, wie wenn du dich abgekniet hast im Rücken, ist wohl durch die Gestechrüstung sind ein paar Splitter von diesem Unsand in ihre Haut reingedrungen, aber dadurch, dass sie immer noch ihre Gestechrüstung an hat, kannst du da nicht wirklich viel erkennen, nur dass da irgendwie Blut rausläuft. Ich bin ja kein Medikus, ich schaue nur kurz, wo genau die Lanze eingedrungen ist. Und wenn das eher so auf Schulterhöhe ist, dann soll es das gewesen sein. Dann stehe ich auf und pack sie bei der gesunden Schulter, um sie aufzubocken. Das mache ich, geht weg. Er schubst dich. Er schubst mich? Er schubst dich, natürlich. Okay. Fass dich nicht an. Ich tue einen Schritt zurück. Letzte Warnung. Lasst mich in Frieden oder tragt die Konsequenzen. Kann ich ihn einschüchtern? Kannst du es versuchen. Überreden, einschüchtern. Reden, einschüchtern. Nö. Im Namen der Zwölf, ich werde euch richten. Verschwindet. Wie man schwört. Soweit ist es also gekommen. Ritter. Er zieht ebenso ein Schwert. Anderthalb Bänder gegen anderthalb Bänder. Da Bock zu haben. Los geht's. Machen wir Neni. Ja, dann bist du höher. Ich muss gerade mal schauen. Ich ziehe uns gerade mal. Ich schätze, setz ihn einfach mal auf die 16 oder sowas. Wissigkeit kennt keine Grenzen. Gut, ich lege einfach mal vor. Ich hätte gerne einen Befreiungsschlag drauf. Befreiungsschlag. Mit einer 5 auf Hinterbrennen. Oh Gott, Junge. Kommt, ist angekommen. Ja, dann wird er erstmal parieren. Wie gesagt, er hat kein Schild, er hat nur einen anderthalb Bänder gezogen. 13. Wie ist das Schwert? Ganz normal um die Finte. Was hattest du gesagt? 5er Finte. Yep. Ja, würde er schaffen, die 18 hat er. Und. Dann lasse ich ihn erstmal kommen. Er versucht sich erst einmal schützend vor Myria zu stellen und wird da. Er macht einen Angriff, um die Distanztaste zu verkürzen. Das hat erstmal nur den Hintergrund, dass er sich vor Myria stellen will. Nicht unbedingt da, um irgendwie ein End zu kämpfen. Du kannst natürlich zurückweichen, aber er möchte versuchen, jetzt die Distanztaste zu verringern. Ich halte ihn gegen. War klar. 2 ist geschafft. Schafft er leider. Er kriegt trotzdem seinen halben Schaden, aber er darf verringern. Genau, Angriff zu verringern gibt natürlich keinen Schaden. So, aus der Zone kommt jetzt 11 halbe, ne? Also 6. Ja, wird durch die Rüstung gefressen, soll ihm egal sein. Gut, dann steht ihr jetzt auf N. Du bist dran, du hast noch eine Aktion, er nicht. Dann hätte ich gern einen ganz profanen Angriff zum Niederwerfen, den ich mir um die... Um die 4 erschwere, damit er seine Körperkraft Robert-Schwert kriegt. Ich möchte ihn eigentlich nicht umbringen, sondern nur aus dem Weg räumen. Ist gelungen? Ja, er kann halt nichts mehr tun, außer ausweichen, aber das will er nicht, weil er steht immer noch vor Myria. Schauen wir jetzt das kurz an. Ich nehme an, die 10 Schaden, die er kriegt, liegen nicht über seiner Körperkraft. Also liegen nicht über der Körperkraft, nein. Gut, dann braucht er eine Körperkraft, die erschwert ist, um die 4 Punkte. Körperkraft plus 4? Ja. Ha, Körperkraft 8 hat er auch. Und für die Teil 1W6 Inni. 1W6 Inni. Also du machst das schon gut. 4, 1, 4, 2, 3, 4. Auf die 12, danke. Und du hast gesagt, wie viel Schaden? 10 in den Bauch? Ja. Dann schneidest du durch die Rüstung, das erste Blut fließt. Wenn ich merke, dass ich da wohl Schaden angerichtet habe. Darf ich noch erstmal stehen? Warte ab. Reicht euch das nicht? Verschwindet jetzt endlich! Ihr sollt verschwinden! Sie ist nicht mehr eure Knappin.
Ihr habt euch verändert, Paktira. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich euren Namen herausbrülle, verschwindet. Ich starre ihn eine Weile an. Er nimmt seinen Helm ab. Oh nein. Funkelt dich an. Verschwindet. Decke mein Schwert weg und mir dann von dann. Bedeute Iolaus noch mit einer Handbewegung, dass er sich darum kümmern soll. Du hörst ihn noch knurren, leise, bedrohlich, sodass du es hören könntest und Myria, wenn sie bei Bewusstsein wäre. Ja, Lan. Holt aber nicht nochmal aus mit Luft, um das in die gesamte Arena zu verkünden. Er kennt deinen Namen. Er weiß um deine Vergangenheit. Und deine Knappen hast du gerade verloren. Iolaus soll sich um dich kümmern oder um wen? Nee, er soll da sehen, was er machen kann. Ja, also sie nicht lassen sie Reto, ihn nicht übersehen. Reto würde sie dann vom Feld heben. Irgendwann wird dann auch noch Greif Golda von Mersing anreiten, sich dann vom Pferd bequemen und Myria ebenso stützen. Und dann gemeinsam mit deren Heilern vom Platz gehen. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Mhm. Du kannst noch im Laufe des Turniers zwei, drei andere, wahrscheinlich Mordbrenner oder ein paar andere dunkle Gestalten, die auf keinen Fall adlig sind oder ritterliche Pflichten haben, aus dem Sattel fegen. Aber auswürfeln müssen wir das nicht. Ruhm und Ehre für dich. Wüsste gern, ob ich gewinne. Vermutlich nicht, aber an wem bleibe ich dann hängen? Es wird hier, glaube ich, bis man einen ersten Platz haben. Es wird einfach nur ein bisschen, so, ich weiß nicht, 4, 5 Lanzengänge wird man machen, bis dann noch ein paar übrig geblieben sind. Und da wird man dann nicht bis auf den ersten Platz oder sowas streiten, sondern einfach nur, wer hat wie viele aus dem Turnier gekegelt, wer hat wie viele Punkte bekommen, wer hat wen aus dem Sattel gestoßen. Lanzen brechen gibt natürlich auch nochmal Punkte. Also wenn die Lanze so tief ins Fleisch angebrochen ist, dass sie bricht, gibt natürlich zusätzliche Punkte. Und da wird man nicht dann die Besten gegen die Besten nochmal schicken. Das macht natürlich keinen Sinn, dass man da dann, wenn die Besten auf die Besten treffen, dann könnte es natürlich auch passieren, dass dann Todesfälle zu beklagen sind und gerade wenn dann der Adel gegeneinander streitet, das will man natürlich nicht, dass dann Rondra dann Streit sich Jelena von Dunkelstein oder so umbringt, von daher wird man da dann aufhören irgendwann, wenn die Bauern tot sind, wenn man so möchte. Gut. Und